Ja, hallo, nicht? Guten Abend, Tag, je nachdem, wie Sie es hören wollen, nicht? Ich war letztens mal wieder unterwegs und das im Baumarkt bei uns in unserer Stadt. Und da wollte ich mal gucken, was es so gibt, weil ich wollte mir mal was Neues zulegen, und zwar eine Videoüberwachung. Jawohl. Ich hatte so das Gefühl, dass mir die Sachen aus dem Garten entwendet werden, nicht? Und das war nicht so mein Fall. Und da wollte ich doch mal nachschauen, ob es da was gibt. Und da bin ich in den Baumarkt hineingegangen, nicht? Mit Einkaufswagen vorschriftsmäßig und Korthut. Und was soll ich sagen? Es gibt sehr viel Sachen da. Überwachungsanlagen, angefangen von 100 bis, naja, Ende offen, nicht? Die Preiszulage gibt keinen einzigen Sachen mehr. Und da gibt es auch solche anderen Kameras, nicht? Dummies heißen die. Und da habe ich mir mal sofort geschaut, ob ich einen von den Leuten da, von den Verkäufern oder Beratungen da finde, nicht? Und niemand da. Dachte ich schon bei mir, toll. Nun gehe ich in meiner knappen Rentenzeit da unbedingt hin und nichts ist. Gar nichts ist. Bis mir dann so ein Verkäufer auffiel, der da durch die Regale wuselte, klemperte und alles inventurmäßig auflistete, nicht? Und da bin ich natürlich sofort dahin und habe ich gefragt, wie sieht es aus? Keine Reaktion. Ich nur mich geräuspert, guten Tag, nicht? Immer noch nichts. Dachte ich, vielleicht hat er irgendwelche Gehörprobleme, war vielleicht auch mal auf Zeche, nicht? Ich habe ja alles hinter mir, alles im Leben erreicht, also Rentner, nicht? Und dann habe ich mal ganz vorsichtig auf die Schulter getippt. In dem Moment drehte er sich um mit einem Gesichtsausdruck. Ich dachte, nee, das muss nicht sein, nicht? Und dann die Stimme von ihm kam mir irgendwoher bekannt vor. Ich weiß noch nicht woher, aber auf jeden Fall kam er dann so ähnlich wie: Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich mich erstmal 2 Schritte zurückgezogen und geguckt, na, kommt mir bekannt vor, der Mann, aber naja, ich dann gefragt, eine Frage, was ist mit den Dummies? Ich habe keine Ahnung von Politik, guter Mann, sagte er mir. Ich so, nein, das meinte ich auch nicht. Das ist auch nicht mein Fachgebiet. Auch wenn ich gerne mal was dazu sage. Ja, auf jeden Fall, mit den Kameras hier, nicht? Ach so, das sind keine Dummies, das sind Dummies. Ich nur gesagt, da steht aber ein U und kein A. Lesen kann ich noch. Auch ohne Brille, nicht? Das ist englische Sprache, der Herr. Ich so, ui. Ja, wir sind hier in Deutschland, nicht? Da muss man auch die Übersetzung. Ja gut, das sind Getürkte. Ich nur, ui, die kommen aus dem Ausland. Nein, mehr Schein als Sein. Da ahnte ich schon, dass es, ja, nur so Attrappen sind, nicht? Da fragte ich das. Ja, obwohl das Wort Attrappe hört sich für mich auch nicht so sehr deutsch an. Aber die haben wir hier, sind der Verkaufsrenner im Moment. Was hätten Sie denn gerne? Habe ich ihm das erklärt, mal ganz kurz und knapp und würzig, dass ich Angst habe, dass man mir den Kohl aus dem Garten klaut und die Möhren und alles andere weitere. Ja, da würden Sie aber nur nach einer Zeit mit den Attrappen gut klarkommen. Ich würde Ihnen empfehlen, einen Lichtschalter einzubauen. Dann können Sie die Leute sofort sehen und erschrecken Sie damit. Gut, dachte ich bei mir, so ein Lichtlauf ist doch nicht schlecht. Geht man daher, geht das Licht an. Das könnte ich ja bei mir in meinen Gartenzwergen einbauen, vielleicht, nicht, falls es da sowas gibt. Das gibt es auch mit Solargodelter Mann. Mit Solar, ja, schön. Ich bin nicht im U-Boot, nicht? Ich brauche da keinen Sonar. Solar, Sonnenenergie,
Da sparen sie Strom. So, ja. Nicht, muss einem ja auch gesagt werden. Ja, und dann habe ich ihnen das mal geschildert, dass ich auch die Kamera möchte. Und habe ich mich ja erkundigt. Es gibt sehr viele Modelle für sie. Da gibt es zum Beispiel einen Nachtsensor. Dann geht das automatisch und filmt alles. Dann gibt es auch einen Nachtsichtsensor. Das können sie auch im Dunkeln filmen lassen. Und sie werden in jedem Film garantiert alles sehen. Bei Tag wie auch bei Nacht. Ja gut, also das wollte ich dann auch haben. Bloß bei dem Preis, da sagte ich, nein, lieber danke. Ich hätte gern irgendwie was anderes, dass ich das sofort dann irgendwie auf Video aufzeichnen kann und mir anschauen kann, wenn da mal wieder eine Gartenfehde steigt und ich mal gucke, ob der Evan mir nicht da mal meinen guten Schnaps da wegtrinkt, nicht? Den guten Wacholder. Einen guten alten Bergmann-Schnaps, nicht? Also da könnte ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie ein automatisches Beleuchtungssystem einbauen mit einer Zeitschaltuhr oder mit Sensorentechnik. Sobald jemand daherläuft, wenn es auch ein Igel ist, wird sofort Licht erstrahlen und Sie werden ihn sehen können. Und dann werden Sie auch gucken, wer alles da ist. Der Gesichtsausdruck von dem jungen Mann machte mir doch ein wenig Sorgen. Und ich fragte dann, wie teuer wären das so im Komplettpreis, nicht? Und kann man das selbst machen oder braucht man dafür Installationstechnik oder irgendwelche Spezialisten? Guter Mann, es ist Narren und Tod sicher. Daraufhin sagte ich, danke, reicht mir schon, dass der Tod sicher ist, das weiß ich selber. Und todsicher kann auch die Technik sich mal irren, nicht? Wenn bräuchte doch nur mal die Sonne nicht da sein, nicht? Dann ist das Solar ja schon wieder weg, ne? Das ist eine Speicherung, die man beliebig ein- und ausschalten kann. Es gibt auch welche mit elektronischen Anschluss. Da müssten Sie nur ein Kabel verlegen. Also das wollte ich da nicht, weil das ist dann der ganze Garten nicht umgraben und so. Nein, das mache ich nicht mehr. Nein, da bin ich nicht mehr imstande zu. Das habe ich nicht mehr nötig. Gut, dann habe ich mir halt so einen Lichtsensor gekauft, der automatisch angeht. Und habe dann mal gebastelt, meinen alten Kamera von früher aufgestellt. Das habe ich jetzt am Fenster stehen. Und dann passt das, nicht? Weil ich habe ja so die Vermutung, dass die Nachbarskinder bei mir die Äpfel vom Baum holen und die Mohren klauen. Das haben schon von den Kindern der Vater, nicht, gemacht. Der hat auch schon meine Äpfel und meine Kirschen vom Baum gepflückt. Das habe ich auch gesehen, war zwar auf Nachtschicht, aber ich hatte das alles mitgekriegt, das ist bombensicher. Da hat noch meine Frau das mitgeguckt und, naja, nun weiß ich Bescheid. Und wiederum der Vater von dem Sohn, dessen Enkel jetzt für die der Opa ist, nicht? Der hat schon bei meinem Vater die Kohlen aus dem Keller geklaut und das war nicht gut, das ist nicht fein. Nein, jeder sollte auf seine Kohlen achten, nicht? Damals gab es ja noch nicht so die Videoüberwachungstechnik, wie es heute so gibt. Und was es da gibt, Megabyte, Gigabyte Prozessoren und sowas, die sich da am Computers da dranhängen. Gut, ich habe jetzt auch so einen kleinen Apparat bei mir zu Hause eingerichtet, nicht, dass ich da die ganzen Sachen dokumentieren kann. Und ja, das macht schon Spaß. Mit so einer kleinen Chipkarte, die man da einsetzen muss, das kann man dann rüber machen. Und naja, auf jeden Fall habe ich mich dann auch von dem Baumarktmenschen verabschiedet. Er hat einen leicht grinsenden Gesichtsausdruck des Wahnsinns nahe. Wahrscheinlich war er überarbeitet, aber vielleicht erkennt jemand die Stimme und ich weiß nicht, wer es war. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich. Mit den Schlussworten, nicht? Achtet auf eure Kohlen. Nicht im Keller, nicht im Garten, denn Kohl ist auch was. Und wer im Sommer Kohl, nicht, entwendet, hat im Winter Sauerkraut. Tschüss, euer Jupp vom Oet.